Vor der Weihnacht geht bei vielen ein grosses Kopfzerbrechen los. Was soll man der Freundin oder der Schwiegermutter schenken? Auch wir von Tele Zürich können Ihnen diese Frage nicht beantworten. Wir können Ihnen aber sagen, welches die absoluten No-Gos sind für unter den Christbaum. Dana Gablinger und Igor Zinninkan haben sich im Sonntagsverkauf vom Glattzentrum gestürzt, damit das Fest von der Liebe seinem Namen auch gerecht wird. Herr und Frau Zürcher auf der Jagd nach dem idealen Weihnachtsgeschenk. Was versteckt sich da in den Einkaufstaschen? Man setzt auf bewährtes Unterwäsche für die Tochter und Hose für ihn, weil bei Spellers ist das Weihnachtsgeschenk schon mal voll daneben geraten. Ja, von meinem Mann Fitnessgerät. Ich habe mir Langlaufski gewünscht und habe von ihm so ein Fitnessgerät bekommen zum Rudern. Müsste ich gerade einfragen, was hat sie gerade in dem Moment geritten, dass sie ihre Frau ein Fitnessgerät schenkt? Ich habe es für mich gekauft. Und habe es ihr geschenkt. Zwei Pfeife, das haben sich die beiden gerade zuerst für sich selber gekauft. Doch das Geschenk für die Freundin bereitet noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Etwas kommt gar nicht in Frage. So, abgesehen von einer Pfeffermühle gibt es schon irgendwelche Sachen, wo du weißt, wenn ich das schenke, dann rastet sie eher aus. Ja, sehr wahrscheinlich eine Krawatte. Okay. Ob sich der Sammy Klaus mit Frauen auskennt, hat echt er die passende Geschenkidee? Was schenkt man den Frauen sicher nicht? Du bist so ein weiser Mann. Das ist noch schwierig. Die Frauen sind ja nicht einfach, das weiss man ja. Und da kann man eigentlich alles schenken und es ist meistens nicht recht. Oh je, der Sammy Klaus kennt sich mit Kind besser aus als mit Frauen. Immerhin, die Tele-Zürich-Redaktorin bekommt ein Säckchen über. Andere Männer wissen dafür genau, was das Herz von ihren Frauen begehrt. Wenn es funkelt und glitzert, liegt man auch nach 28 Jahren Ehe bis Talakortes richtig. Der wahre Ablöscher sagt Küchengeräte. Ja, habe ich auch schon, aber es kommt nicht so gut an. Es ist meistens ein bisschen Eigeninteresse, also nicht unbedingt das Wahre, nein. Tatsächlich, Küchengeräte sollte man besser das zweite kaufen, sonst wird der Fustkauf zum Frustkauf. Man sagt, man sollte einer anderen Frau nie etwas schenken, wo man könnte mit Arbeit in Verbindung bringen, das stimmt. Haushaltsartikel für die Frau an Weihnachten, das kann fatale Folgen haben. Was würde bei deiner Frau passieren? Würdest du ihr das schenken? Oh, weiss nicht. Stehst du einer vor der Tür noch an? Darum folgender Tele-Zürich-Tipp: Kaufen Sie mit Verstand und mit Herz.